Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Let's Play Katawa Shoujo. Da sind wir wieder mit dem dritten Part hier in der Rinroute Akt 2. Und beim letzten Mal haben wir gelernt, dass wenn man im Unterricht Langeweile hat, ja mal für seinen Club üben kann. In dem Fall hier für den Kunstclub. Da hat Hisawa ja letztes Mal, war ja nicht so zufrieden mit meiner Arbeit und jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, übt da mal ein bisschen während des Unterrichts, weil der ist ja nicht so interessant. Er wollte einen Vogel zeichnen, hoffentlich wollte er nicht mich zeichnen. Auf jeden Fall ist er gerade dabei und da machen wir jetzt mal direkt an dieser Stelle einfach mal weiter. Bin da. Weiß ich. Gut, also. Sie scheint sich über mich lustig zu machen, da ich nicht direkt weiterzeichnen kann. Aber es ist ein Anfang. Einen Anfang zu haben, ist gut. Langsam zeichnet das Bild auf die Seite meines Notizbuches. Das Bild in meinem Kopf wird dabei immer klarer, je mehr die Zeichnung Gestalt annimmt. Es ist wirklich nichts, nur ein namenloser Vogel auf dem Papier, aber darauf kommt das nicht an. Während ich meine Bemühungen fortsetze, verschwindet mein anfängliches Zögern zusammen mit der Stimme des Lehrers in den Hintergrund. In meinem Kopf formen die Federn ein einfaches Muster, aber auf dem Papier sind sie trotz meiner Bemühungen nur ein Gewirr aus zu vielen groben Linien. Ich merke, dass ich nicht wirklich weiß, wie die Flügel eines Vogels aussehen sollten, selbst wenn ich versuche, darüber nachzudenken. Ich lege sogar den Bleistift hin, schließe für einen Moment die Augen und versuche in meinen Gedanken die Form meines Flügels nachzuzeichnen. Plötzlich so ernst an die Sache heranzugehen, frustriert mich ein wenig. Der Kunstunterricht in der Mittelschule war die einfache Stunde zwischen den anstrengenden Fächern wie Mathe oder Japanisch. Kunst hat aber auch noch eine andere Seite, die man erst sieht, wenn man nicht nur herumalbert. Es ist beinahe etwas vollkommen anderes. Peter? Ich blicke auf und sehe, wie die beiden Mädchen mich anstarren. Misha und Shizune haben ihre Stühle zu meinem Tisch getragen und stehen jetzt an meiner Seite und betrachten meine Zeichnung. Wie lange steht ihr beiden schon hier? Ich glaube, du brauchst mehr Übung. Shizune zeichnet ein paar scharfe Gesten in der Luft zwischen sich und mich, Misha. Chichan sieht das auch so. Rin hat gestern genau dasselbe gesagt, aber warum klang es bei ihr weniger herablassend? Ihr solltet nicht urteilen, bevor ich fertig bin. Davon abgesehen, wisst ihr nicht, dass es Pech bringt, ein unfertiges Werk anzuschauen? Mischa bricht in unbändiges Gelächter aus. Was? Sei nicht albern, das kann doch gar nicht sein. Meinetwegen. Shizunes Augenbrauen ziehen sich gefährlich zusammen und die Bewegungen ihrer Hände werden ruckartig, als würde sie ein Messer schwingen. Du solltest lernen, konstruktive Kritik besser zu vertragen. Das würde ich, wenn ihr mir welche geben würdet. Ich weiß, dass ich zu defensiv werde und dass Shizune das ausnutzt, aber ich kann nichts dagegen machen. Was macht ihr zwei überhaupt hier? Mischa wedelt mahnend mit dem Finger vor meiner Nase herum. Hichan, hast du dem Lehrer überhaupt nicht zugehört? Wir haben jetzt Gruppenarbeit. Ich nicke niedergeschlagen und überlasse es den beiden, die Führung zu übernehmen. Also, was hältst du von der Stunde heute? Nicht viel, ich habe kein bisschen zugehört. Mischa schlägt sich mit der Hand gegen die Stirn und schüttelt theatralisch den Kopf. Was sollen wir nun mit dir machen, Hichan? Zum Glück sind Shizune und Mischa öfter zusammen effektiver als drei oder vier normale Menschen. Daher kann ich mich für den Großteil der Aufgaben zurücklehnen. Ich versuche mein Bestes, wenigstens ein bisschen beizutragen, aber letzten Endes bin ich die meiste Zeit nutzlos. Der Lehrer behält uns bis 5 Minuten, nachdem es zur Mittagspause geklingelt hat, im Klassenzimmer, lässt uns aber schließlich doch gehen. Ich stopfe meine Bücher schnell in meine Tasche, während Misha und Shizune ihre Stühle zurück an ihre eigenen Plätze tragen. Die fehlgeschlagene Vogelzeichnung endet zusammengeknüllt in meiner Hosentasche, während ich nach draußen eile. Aber die war doch schön. Boah, ich, die fand, ich Ja, fand, ich, ich eigentlich.
fand die schön. Ich fand die auch gar nicht schlecht, also. Ja, die war echt gut. Mhm. Also, wenn wir meine Vogelzeichnung mal angucken, dann wird er wahrscheinlich gleich in den Ofen schmeißen. ja. Grillhähnchen! Mahlzeit. Nach dieser Stunde und dem gesamten Rest der Woche laufe ich immer wieder Rinde über den Weg. Hallo. Das an sich ist auch nicht weiter überraschend. Unsere Klassenzimmer liegen direkt nebeneinander. Aber anders als normale Leute laufen wir nicht aneinander vorbei, sondern halten für einen Augenblick inne, wenn wir uns treffen. Jedes Mal reden wir ein wenig oder verbringen einfach nur stillschweigend etwas Zeit miteinander. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam daran, in Rins Gegenwart zu schweigen. Die Stille erscheint mir nicht mehr so unangenehm. Wie sie bin ich von Natur aus eher introvertiert, daher passen wir ganz gut zusammen. Ich glaube, dass es für jemanden an dieser Schule eher ungewöhnlich ist, so still zu sein. Die meisten Leute hier scheinen gerne neue Kontakte zu knüpfen. Das ist etwas, das mir bereits aufgefallen ist, obwohl ich noch nicht sehr lange hier bin. Die Menschen hier reden viel und sie reden die ganze Zeit. Es kommt selten vor, dass ich jemanden sehe, der einfach nur gedankenverloren herumsitzt oder sonst was treibt. Klar gibt es solche Leute hier auch, diese Hanako und mich, um nur zwei Beispiele aus meiner eigenen Klasse zu nennen. Im Großen und Ganzen sind sie aber eine Minderheit. Wie dem auch sei, ich würde es nicht gerade normal nennen, wie Rin und ich die Zeit miteinander verbringen, aber es ist immerhin etwas. Dabei stört mich die Art unserer Treffen eigentlich gar nicht, nur die Tatsache, dass sie überhaupt vorkommen, verwirrt mich. Ich würde nicht behaupten, dass wir uns zueinander hingezogen fühlen oder so, aber so benehmen wir uns jedenfalls. Dieses Gefühl aufkeimender Freundschaft wird allerdings jedes Mal wieder komplett zerstört, sobald Rin ihren Mund öffnet. Super. Kann ich mir deinen Herzschlag anhören? Sie gibt das oder ähnlich irres Zeug von sich und ich darf schauen, wie ich mit dem Unsinn klarkomme, den ihr Kopf im Verlauf der letzten Stunde ausgebrütet hat, weil sie der Unterricht nicht interessiert. Es scheint, als habe Rin Gefallen an meiner Krankheit gefunden, was wohl mit ihrem Interesse an ungewöhnlichen Behinderungen und den damit einhergehenden Konsequenzen zusammenhängt. Da ich verwirrt, wie ich bin, eine Sekunde zu lange vor ihr stehen bleibe, folgert sie, dass es wohl nötig ist, ihre Bitte weiter zu erläutern. Ich weiß, dass ich kann, aber ich meine, lässt du mich auch? Sehr gut. Warum? Brauche ich einen Grund? Ich bin meistens ziemlich schlecht mit Gründen. Nicht unbedingt, aber wenn du es machen willst, dann hast du ja vermutlich auch einen Grund. Das ist ziemlich clever. Du bist schlauer, als du aussiehst. Davon abgesehen wäre es mir lieber, wenn du das nicht tätest. Ich finde, solche Sachen sollten privat bleiben. Privat? Ich verstehe. Ich kann dir aber etwas erzählen, wenn es dich interessiert. Ich bin sicher, dass es das tut. Mein Herzschlag klingt ziemlich komisch, wegen der, du weißt schon, meinem Zustand. Und ich höre es, die ganze Zeit. Also bist du paranoid? Es ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Nein, ich bin nicht paranoid. Die Ärzte meinten, dass es ein übermäßiger Fokus auf den eigenen Herzschlag ein häufiges Symptom ist für meinen Zustand. Also ist es für dich normal, paranoid zu sein? Auch das ist keine Frage. Man könnte auch sagen, dass es schon nicht normal für mich ist, überhaupt so zu sein, aber was soll's. Paranoia passt gut zu mir. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wirklich zu irgendjemandem oder irgendetwas passen kann. Weißt du, ich habe heute eine Orange gegessen zum Frühstück. Ja, wie war sie? Ich bin ein klein wenig stolz darauf, mit Rins plötzlichem Themenwechsel mithalten zu können. Ausgezeichnet! Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal eine Orange gegessen habe, weil es nervig ist, sie zu schälen. Das steht auf der Liste mit Sachen, die ich noch lernen will. Wie kommt es dann, dass du eine zum Frühstück hattest? Emi hatte welche, also hat sie eine für mich geschält. Schön für dich. Rin reckt sich gehend und sagt nichts weiter. Sie wirft mir einen Blick aus dem Augenwinkel zu, während sie die vorbeigehenden Leute mustert, aber ich kann nicht genau sagen, weshalb. Mir fällt allerdings auf, dass ich zum ersten Mal mit jemandem normal über meine Verfassung reden konnte. Gewissermaßen.
Eine Gruppe Jungs läuft an uns vorbei zu Rins Klassenzimmer, aber sie schenkt ihnen keine Beachtung. Sie ihr auch nicht. Angeregt durch die Stille lasse ich meine Gedanken schweifen. Vielleicht hätte sie doch meinen Herzschlag hören lassen sollen. Ist ja nicht so, dass es einen Unterschied machen würde. Im Endeffekt macht nichts wirklich einen Unterschied. Ich fange schon wieder an, mich ohne Grund depressiv zu fühlen. Es ist wie eine Flutwelle aus dem Nichts, die über mein Bewusstsein fegt und mich unter Wasser drückt. Ich spüre, wie mir ein Seufzen entweicht und wende mich von Rin ab und tue so, als würde ich ein Plakat an der Wand lesen. Es ist Werbung für das Schulfest und damit für ein Ereignis, das bereits fast eine Woche zurückliegt. Der Unterschied zwischen mir und Rin ist, dass ich wahrscheinlich vor meinem 30. Geburtstag tot sein werde, während sie ohne Hilfe keine Orangen essen kann. Ich bin mir nicht sicher, wer von uns beiden schlimmer dran ist. Ich versuche, mein Zeitgefühl zurückzugewinnen, aber es fällt mir schwer. Ich bin immer noch an den Rhythmus des Krankenhauses gewöhnt, in dem Nebensächlichkeiten wie Wochentage oder die Tageszeit keine Rolle spielten. Alles blieb gleich, egal was geschah. Zeit und ihre Bedeutung wieder einschätzen zu lernen, ist eine merkwürdige Befahrung. Und ich spüre, wie ich Gefallen daran finde, Ereignisse wieder auf diese Art einzuordnen zu können. Das Ticken einer Uhr ist erstaunlich angenehm und ich entschließe mich ab sofort, eine analoge Armbanduhr zu tragen, auch wenn ich das früher nie getan habe. Als ich Rin am Donnerstag endlich etwas frage, was mich schon die ganze Woche beschäftigt, ist es bereits Mittag. Es ist ungefähr 11.06 Uhr oder 11.07 Uhr, meine Uhr hat keinen Sekundenzeiger. Es ist ein altmodisches Modell mit schwarzem Lederarmband und Titangehäuse. Sie ist nicht sonderlich auffällig, aber das muss eine Uhr auch nicht sein. Hey, erinnerst du dich an das Bild, das du von mir gemalt hast, als du meintest, dass ich darauf finster und grimmig oder so wirke? Ich würde gern wissen, was du damit gemeint hast. Sie sieht mich schräg an und neigt ihren Kopf ein paar Grad nach links, sagt aber zunächst nichts. Naja, also, wir kennen uns seit 2 Wochen und ich habe dich noch kein einziges Mal lächeln sehen. Ihre trockene Feststellung verschlägt mir die Sprache. Habe ich aufgehört zu lächeln? Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihren Worten Glauben zu schenken. Sie hat keinen Grund zu lügen. Irgendetwas stört mich an der Art, wie sie das formuliert. Ich sehe sie für einen Moment missmutig an und versuche dann aber ein weniger depressives Gesicht zu machen. Es stimmt, ich war in den letzten paar Monaten nicht gerade gut drauf. Ist das so auffällig, dass es jemand wie Rin in der kurzen Zeit, die wir miteinander verbracht haben, schon merkt? Sollte ich versuchen, Rin öfter anzulächeln? Vielleicht würde jemand, der selbst ein so neutrales Gesicht hat wie sie, das begrüßen. Habe ich wirklich aufgehört zu lächeln? Ich verstehe. Sollte ich mehr lächeln? Macht mir beides nichts. Sei wie du bist, du kannst ohnehin nichts daran ändern, Hisao zu sein. Aber es stört dich? Ist mir nur aufgefallen, mehr nicht. Emi kommt den Gang entlang gehüpft, kommt mit einem Sprung vor uns zum Stehen und gibt drinnen einen leichten Klaps auf die Schulter. Bereit zum Mittagessen? Kommt drauf an, was es heute gibt. Erinnerst du dich an den Eintopf im März? Nie wieder. Na dann los, ich bin am Verhungern. Gerade als sie gehen wollen, dreht Emi sich lächelnd zu mir um, als wäre ihr noch etwas eingefallen. Ach, übrigens, Hisao. Ihre Stimme klingt zuckersüß und viel zu nett, um ehrlich zu sein. Ich kann die Falle förmlich spüren, in die mich dieser kleine Gesundheitsteufel locken will. Ich weiß schon, was sie mir sagen will, bevor sie auch nur den Mund öffnet. Immerhin habe ich die gesamte Woche versucht, ihr aus dem Weg zu gehen. Ich habe dich die ganze Woche noch nicht auf der Laufbahn gesehen. Vielleicht war ich ja da, als du gerade woanders warst. Das ist unmöglich. Ich bin die ganze Zeit da. Aber du schläfst und gehst zum Unterricht. Das mache ich zur selben Zeit wie du auch. Ja, ich weiß. Ich habe mich nur nicht dazu aufraffen können. Verpfeif mich nicht beim Doc, okay? Laufen ist einfach nicht so mein Ding und ich habe noch keine passende Alternative gefunden. Warum kommst du am Wochenende nicht einfach mit zum Sportfest? Vielleicht inspiriert dich das. Sportfest?
Ja, Leute von ein paar anderen Schulen treffen sich hier um zu einem kleinen Leichtathletikwettbewerb. Ist am Sonntagnachmittag. Mir fällt kein Grund ein, nicht hinzugehen. Klar, ich komme und feuer dich an. Ich schätze mal, du wirst laufen? Klar, du wirst mir zusehen können, wie ich sie alle platt mache. Also bis später dann. Wenn ich nicht bald etwas zu essen kriege, sterbe ich. Wir sehen uns später. Tschüss, Rin. Nächstes Mal lächle ich, versprochen. Ich rufe hier noch hinterher. Danach komme ich mir ein wenig blöd vor und frage mich, warum ich überhaupt etwas gesagt habe. Nach Einbruch der Nacht und nachdem ich mich vergewissert habe, dass Kenji nicht ins Bad hineinplatzt, stelle ich mich vor den Spiegel und lächle mein Spiegelbild an. Das andere Ich, das mich aus dem Spiegel heraus angrinst, sieht furchtbar künstlich aus. Ach je. Nachdem ich Kenjis Bücher innerhalb weniger Nächte durchgelesen habe, gehe ich zurück in die Bibliothek in der Annahme, dass das der sichere Weg ist, um meine Lesesucht zu befriedigen. Wo ich schon mal dabei bin, gebe ich zu Yukos Freude auch gleich Kenjis gestohlene Bücher zurück. Woher ich sie habe, behalte ich aber für mich. Wow, du liest ziemlich viel, oder? Ja, schätze, das tue ich. Ich meine, wirklich, sogar ich finde es merkwürdig. Ich glaube, ich habe eine Leseabhängigkeit entwickelt. Vielleicht bin ich ein Junkie. Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Es ist überhaupt nicht merkwürdig und es ist viel besser, wenn man lesesüchtig ist, also nach etwas anderem süchtig zu sein. Ja, ich weiß, es war ein Witz. Ich lächle sie beruhigend an und lege die Bücher auf den Schalter, damit Yuko sie als geliehen verbuchen kann. Ich fühle mich müde, daher setze ich mich auf einen der freien Stühle vor ihren Tisch. Während Yuko den überschaubaren Haufen Lesematerial durchgeht, den ich zusammengetragen habe, lasse ich meinen Blick durch die Bibliothek schweifen. An den Tischen unterhalten sich zwei Mädchen mit gedämpfter Stimme, anstatt an ihren Hausaufgaben zu arbeiten. Die Kurzhaarige bemerkt, dass ich in ihre Richtung schaue und winkt mir zu. Als ich den Gruß erwidere, werfen sie sich einen Blick zu und kichern gemeinsam. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, beschließe dann aber, dass es etwas Gutes ist. Das Mädchen, das mir zugewunken hat, leidet an einer furchtbaren Art von Epilepsie. Vor ein paar Tagen habe ich einen ihrer Anfälle mitbekommen. Es war das verstörendste und beängstigendste, was ich seit langem gesehen habe. Nichtsdestotrotz sitzt sie da und plauscht glücklich über Gott und die Welt, als hätte sie keine anderen Sorgen. Weißt du, diese Schule ist wirklich etwas Besonderes. Yuko blickt leicht alarmiert von den Büchern auf, die sie gerade durchgegangen ist. Sie rückt ihre Brille zurecht und setzt ein nervöses, verwirrtes Lächeln auf. Wie meinst du das? Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Es ist einfach nur... Alle sind so aktiv, oder wie soll ich sagen? Ich bin zwar noch nicht so lange hier, aber ich habe einfach das Gefühl, alle sprühen hier vor Energie. Und damit meine ich nicht nur die Sache mit dem Fest. Alle reden mehr, arbeiten härter und sind einfach lebendiger als an jeder anderen Schule, die ich bisher gesehen habe. Ich ringe nach Worten, aber ich spüre, dass alles, was ich sage, ehrlich gemeint ist. Diese Schule fühlt sich so lebendig an. Ja, nächste Entscheidung und ich speichere mal kurz. Hier hin. So, zack. Ja, das ist erfrischend oder ich komme mir vor, als hänge ich fest. Was wollen wir denn jetzt von uns geben? Ich finde es erfrischend. Ja, würde ich auch sagen. Die Herren? Puh, ich hätte jetzt von Hisaos Stimmung das Zweitere eigentlich eher genommen, weil das irgendwie passender für ihn gerade wäre, aber okay. Also ich werde mich nur äußern, wenn es ein Putt gibt zwischen euch. Also. Das gibt es nicht, weil alle drei Mädels für erfrischend sind und schon der Einzige fürs Zweite ist. Tja, die Mädelsübermacht hat gesprochen, deswegen sagen wir jetzt, es ist erfrischend. Klar, solche Typen gab es in meiner alten Schule auch, aber nicht so viele. Irgendwie kommt mir die Atmosphäre hier intensiver vor. Ich glaube, wenn ich mich auf einen Grund festlegen müsste, dann den, dass es hier alle wirklich zu schätzen wissen, zur Schule gehen zu können. Ich finde nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Ja, ich auch nicht.
Plötzlich merke ich, dass ich Yuko einfach mit meinen Gedanken vollgeplappert habe. So schreckhaft wie sie ist, hoffe ich, dass ich sie nicht überfordert habe. Ihr Blick zeigt mehr Neugier als Entsetzen, also hoffe ich, dass sie okay ist. Entschuldige, dass ich plötzlich über so komisches Zeug rede. Ich wollte dich nicht belästigen. Oh nein, das macht mir gar nichts aus. Ich freue mich so zu hören, wenn dir nach Reden zumute ist. Dann komme ich mir auch ein wenig zuverlässig vor. Muss ich mich gleich wieder auf Max drehen, das wäre ein bisschen doof. Okay, gut, das haben wir jetzt zwar mit in der Aufnahme, aber egal, machen wir weiter. Yuko lächelt mich süß und ein wenig ironisch an. Ich antworte mit einem dankbaren Lächeln meinerseits. Sie schiebt mir meine Bücher ordentlich gestapelt über den Schalter und ich stehe auf und nehme sie entgegen. Bitteschön. Danke. Ich vermute, wir werden uns wiedersehen. Du kannst kommen, wann immer du magst. Yukos Freundlichkeit ist herzerwärmend. Du kannst dich darauf verlassen. Bis später. Yay. Yay. Achterbahn! Das passt jetzt gar nicht. Ich weiß. Der Morgen des Sportfests begrüßt mich mit strahlendem Sonnenschein und kristallblauem Himmel. Während ich gemächlich zur Laufbahn schlendere, beschließe ich, dass das ein gutes Zeichen ist. Ich bin mir nur nicht sicher, für was. Ich scheine diesem Ereignis weit weniger abgewinnen zu können als der Rest der Schule. Mein Interesse daran, anderen beim Sport zuzuschauen, ist noch geringer als das selbst mitzumachen. Emi anzufeuern ist ein guter Grund, trotzdem hinzugehen. Ich verspreche mir keine bewusstseinserweiternde Erfahrung von dem Ganzen, aber schaden kann es auch nicht. Vermutlich würde ich die Zeit sonst eh nur eingefärcht in meinem Zimmer mit Lesen verbringen. Als ich die Tribüne erreiche, entdecke ich Rin in der Menge. Kurz darauf bemerkt sie mich ebenfalls. Du bist gekommen. Natürlich, ich habe doch gesagt, dass ich komme, oder? Das heißt nicht unbedingt, dass du es auch tust. Viele Leute sagen Dinge, die sie nicht ernst meinen. Nun, ich zumindest nicht. Rin zuckt mit den Schultern. Anscheinend langweilt sie unser Gespräch. Und sie macht auf dem Absatz kehrt und geht zurück auf die Tribüne. Bist du aufgeregt? Nicht wirklich. Ich auch nicht. Warum bist du dann gekommen? Das könnte ich dich auch fragen. Sie antwortet nicht, also entscheide ich mich, es ihr gleich zu tun. Wir betreten die Tribüne und Rin nickt in Richtung der oberen Ränge. Da oben. Rin geht voran und bald nehmen wir in einer fast leeren Reihe Platz. Neben Rin sitzt eine ältere Frau, ich nehme an, die Mutter von irgendjemandem. Sie hat ziemlich langes Haar, das zu einem Zopf geflochten ist. Als sie Rin sieht, grinst sie sie an. Ihr Lächeln kommt mir irgendwie bekannt vor. genau. Wir werden an dem Punkt den Part beenden. Emis Mutter. Und müssen dann natürlich bis zum... Wäre es nett, wenn ihr mal nicht reinreden könntet, wenn ich gerade... Sorry. Natürlich werden wir dann bis zum nächsten Mal auch klären, wer die Frau hier sprechen wird. Und denke mal, das ist ein ganz guter Punkt. Das Sportfest beginnt. Beim nächsten Mal werden wir sicherlich Amy dann mal schauen, wie sie so am Laufen ist. Und hoffe, ihr freut euch schon drauf. Und beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Katawa Shoujo. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, euer Jimmy. Und natürlich jetzt wie immer unsere kleine Besprechung. Ja, damit das letzte Mal doch ein bisschen zu irgendwie chaotisch ablief, bin ich jetzt mal so frei und mache das nochmal so ein bisschen nach Ansage hier. Ihr könnt ja, wenn ihr alle durch seid, dann, wenn ihr wollt, dann immer noch durcheinander reden. Also deswegen machen wir es jetzt mal nach der Reihe wieder. Und wir fangen dann mal an mit der Mila. Okay. Ich überlege, was ich sagen soll. Ja, also ich fand es ganz cool, wie jetzt auch Isao immer der Rin näher kommt. Also dass sie sich auch zwischen den Stunden immer mal unterhalten. Aber was mich total verwundert hat, dass er halt so meinte, ja, also Gefühle gibt's halt gar nicht. Und ich hoffe mal, dass
da sich noch mehr entwickelt. Also ich frage mich überhaupt, ob das auch bei einer Freundschaft bleiben kann. Oder ob, wenn man einmal auf einer Route ist, dann sie zwangsweise sich verlieben. Ja, bin gespannt. Gut, dann machen wir mit der Ivy weiter. Bist du da, oder? Entscheidend nicht. Ivy! Ja, gut. Dann machen wir halt erst... Das Plänzchen ist nicht da. Dann machen wir mit Haruka erstmal weiter, wenn Ivy irgendwie gerade ein Problem hat. Okay. Ja, also... fand ich jetzt schon interessant. Es ist mal eine andere Art, sich näher zu kommen. Es ist mehr so, oh ja, ich habe sie getroffen, ein bisschen unterhalten. Interessant fand ich es, als sie auf dem Gang stand und er einfach so ohne irgendwie ein Was oder Hä? Einfach mal auf ihr spontanes Themenwechsel geantwortet hat. Das war schon irgendwie so, ja, also er kennt sie jetzt besser, er kann besser auf sie reagieren, so nach dem Motto. Und die unter Yuko mit der Unterhaltung. Die Unterhaltung mit Yuko fand ich auch nochmal sehr interessant. Das war halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Also, wie John schon beim letzten Mal sagt, ich finde das schön, dass jetzt mehr neue Dialoge, auch so viel abwechslungsreiche dabei sind. Und ich bin der Meinung, diese Dame ist Emis Mutter. Ja, und das könnte er natürlich auch noch sagen, genau, und machen wir jetzt mal mit John weiter. Ja, ich kann mich da nur anschließen, also ich weiß nicht, es ist zwar die Rinnenroute, die wir da eingeschlagen haben, aber es fühlt sich immer noch so wie nur, ja, ist halt, ja, die kennen sich, die treffen sich und mehr muss da nicht werden, warum auch, ist ja eh alles sinnlos und so. Ja, so wirkt es halt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die sich verlieben, dass da eine Romanze kommt oder, also ich weiß gar nicht, wie das umgesetzt werden soll. Vielleicht passiert es auch gar nicht, das fände ich aber irgendwie auch cool. Vielleicht ist es ihm auch gar nicht so bewusst, also vielleicht ist er irgendwie schon so in sie verliebt und merkt das dann irgendwie erst an einem ganz bestimmten Punkt. Aber auf dem Punkt bin ich dann gespannt, wie die sich dann mal annähern oder so. Also, Aber das war doch bei Lili auch ähnlich. Er hat doch auch erst nicht gemerkt, dass sie ihm wirklich so viel bedeutet. Ja. Hm. Ich fand, das war schon, also von außen war es schon sehr offensichtlich, oder? Ja, es war, aber für ihn war es halt nicht so. Und dementsprechend, also wenn er jetzt so sagt, ja, da ist nichts, das heißt erstmal nichts. Wenn man sich mal so bedenkt, dass ihm das mit Lili auch erstmal nicht so bewusst war. Na, mal sehen. Es ist ja noch Zeit, da kann sich ja noch was entwickeln. Und ja, ansonsten, ich finde es auch, wie gesagt, toll, neue Dialoge, neue Gesichter vor allem immer wieder hier. Und da ich könnte mir auch vorstellen, dass das Emis Mutter ist. Die Ähnlichkeit ist vorhanden. Ja. Gut, dann bleibt mir noch zu fragen, ist die Ivy jetzt da oder wie sieht's aus? Ist überhaupt noch ein Skype drin? Kann mal einer gucken? Ich hab's ja, nicht. Moment. Ivy. Wo ist sie da? Moment. Also bei mir ist sie offline. Ach so, die ist irgendwie rausgeflogen. Okay, gut. Dann hat sie vielleicht Internetprobleme. Ja, das klären wir noch, würde ich sagen. Dann, keine Ahnung, lassen wir ihre Meinung jetzt mal beiseite diesmal. Ich denke, sie wird das eh nicht sagen, wie wir auch. Also es genau. Ist ja meistens so, dass uns meistens gleich auffällt. Das ist schon meistens ähnlich. Wenn nicht, dann darf sie sich bei mir beschweren und Sie kann ja unter das Video einen Kommentar schreiben. Genau. Ja, Ivy, schreibe einen Kommentar. Genau. Gut, alles klar, dann verabschiedet mal euch noch bitte. Tschüss. Ciao. Au revoir.